herzlich willkommen auf meinem Kanal Lerne Deutsch mit Melanie. In dieser Einheit beschäftigen wir uns mit den Wechselpräpositionen. Insgesamt gibt es 9 Wechselpräpositionen, die ich euch hier aufgelistet habe. Diese Präpositionen funktionieren sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Akkusativ. Doch damit beschäftigen wir uns später. Zuerst sehen wir uns die Bedeutung dieser Wechselpräpositionen einmal genauer an. Dafür habe ich ein Glas und einen Stift vorbereitet. Mit diesen 2 Utensilien kann man die Präpositionen ganz einfach verstehen. Erste Präposition ist die Präposition auf. Wir haben hier das Glas und hier ist der Stift. Der Stift ist auf dem Glas. Das ist die Wechselpräposition auf. Die nächste ist an. An bedeutet an der Wand, das Bild hängt an der Wand, der Stift ist an diesem Glas. An. Und das ist neben. An, neben und auf. Vor, hinter, vor, der Stift ist vor dem Glas, der Stift ist hinter dem Glas. Vor und hinter. Dann haben wir hier über und unter. Über, nicht zu verwechseln mit auf, das ist über und das ist unter. Der Stift ist unter dem Glas. In und zwischen. In, der Stift ist in dem Glas. Für die Präposition zwischen brauche ich 2 Gläser. Wo ist der Stift? Der Stift ist zwischen den Gläsern. Diese Wechselpräpositionen werden sowohl mit dem Dativ als auch mit dem Akkusativ verwendet. Dafür habe ich euch einige Beispiele aufgeschrieben. Wir beginnen mit der ersten Präposition, das ist die Präposition auf. Die Mappe liegt auf dem Tisch. Wo liegt die Mappe? Auf dem Tisch. Hier verwenden wir den Dativ. Ich lege die Mappe auf den Tisch. Das ist eine Aktion. Ich mache etwas. Ich führe eine Handlung aus. Ich lege die Mappe auf den Tisch. Die Frage ist, wohin? Auf den Tisch. Akkusativ. Auch die nächste Präposition, die Präposition an, funktioniert ganz gleich. Das Bild hängt wo? Wo hängt das Bild? Das Bild hängt an der Wand. Wand ist feminin, die Wand, im Dativ der Wand, das Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand, das ist, wohin hänge ich das Bild? Akkusativ, an die Wand. Auch mit der nächsten Präposition, das ist in diesem Fall neben, habe ich 2 Beispiele aufgeschrieben. Einmal Dativ, einmal Akkusativ. Ich frage, wo steht die Tasche? Wo ist die Tasche? Die Tasche ist neben dem Stuhl. Dativ, neben dem Stuhl. Wohin gibst du die Tasche? Wohin soll ich die Tasche geben? Ich gebe die Tasche neben den Stuhl. Akkusativ. Das gleiche auch mit der Wechselpräposition vor. Vor. Wo steht der Blumentopf? Wo steht der Blumentopf? Der Blumentopf steht vor dem Fenster. Vor dem Fenster. Fenster ist am Neutrum das Fenster, im Dativ vor dem Fenster. Ich stelle den Blumentopf vor das Fenster. Wohin stelle ich den Blumentopf? Ich stelle ihn vor das Fenster. Hinter. Wo steht eigentlich der Kasten? Der Kasten steht hinter der Tür. Tür ist feminin, die Tür, im Dativ hinter der Tür. Wohin sollen wir den Kasten stellen? Wir stellen den Kasten hinter die Tür. Die Frage ist, wohin stellen wir den Kasten?
Wohin, das bedeutet Akkusativ, hinter die Tür. Auch mit den Präpositionen unter und über habe ich euch diese Beispiele aufgeschrieben. Wo ist die Tasche? Wo ist die Tasche? Die Tasche ist unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Wohin gebe ich meine Tasche oder wohin soll ich meine Tasche geben? Ich gebe sie unter den Tisch. Unter den Tisch. Im Akkusativ. Über. Wo hängt die Lampe? Wo ist die Lampe? Die Lampe ist über dem Tisch. Über dem Tisch. Wohin hänge ich die Lampe? Wohin soll ich die Lampe hängen? Die Lampe hänge ich über den Tisch. Den Tisch. Wohin? Im Akkusativ. In. Die nächste Präposition ist die Präposition in. Wo sind die Blumen? Wo sind die Blumen? Die Blumen sind in der Vase. Vase, feminin, die Vase. Im Dativ, der Vase. In der Vase. Und wohin gebe ich die Blumen? Wohin gebe ich die Blumen? Ich gebe die Blumen in die Vase. Wohin? In die Vase. Die letzte Wechselpräposition, mit der wir uns heute beschäftigen, ist die Präposition zwischen. Mit dieser Präposition brauchen wir hier einen Plural. So wie vorher mit den Gläsern habe ich hier das Nomen Stühle verwendet. Ich frage, wo ist die Tasche? Wo ist die Tasche? Die Tasche ist zwischen den Stühlen. Singular, der Stuhl, Plural, die Stühle. 2, 3, 4 Stühle. Im Dativ müssen wir hier den Stühlen. Das heißt, mit dem Dativ kommt auch beim Nomen ein N am Ende dazu. Den Gläsern, den Stühlen, den Hunden. Am Ende das N dazu. Das heißt, wo ist die Tasche? Die Tasche ist zwischen den Stühlen. Und wohin gebe ich die Tasche? Ich gebe die Tasche zwischen die Stühle. Wohin? Im Akkusativ die Stühle. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal.